Hallo Leute, ich bin Christopher Buchtmann vom FC St. Pauli. Ich freue mich schon aufs Avesa All-Star Game 2017. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Bis bald. Willkommen zu der zweiten Halbfinalpartie des diesjährigen Kreispokals Preußen gegen Einberghausen und es ging hier direkt gut los. 3 Minuten gespielt, die erste Chance für den Kreisliga Zweiten aus Hameln durch David Engelbrecht. Die Antwort des Kreisliga-Letzten nur 10 Minuten später. Hartmann mit einer schönen Direktabnahme. Der Ball kann gerade noch so von der Linie gekratzt werden. Gutes Pokalspiel, aufregende erste Hälfte, die 07er natürlich der Favorit und David Engelbrecht ballert die Kugel ins Netz. Die Führung für die Hamelner 1:0 nach 24 Minuten. Das war verdient zu diesem Zeitpunkt. Die Hamelner mit einem deutlichen Chancenplus, allerdings auch mit einer ziemlich schlechten Chancenverwertung. Doch auch die Roten immer wieder gefährlich. Hartmann auf Dahlbock, der scheitert an Quint und Daniel Schütten kann klären. Preußen ohne Top-Torjäger Latowski, trotzdem mit mächtig Offensivpower. Flamur Dragoša spielte dabei eine zentrale Rolle. Der hat das Auge für Akuc und schon steht es 2:0 nach 33 gespielten Minuten. Von einer Vorentscheidung konnte man hier aber noch lange nicht reden, denn Einberghausen kam zurück. Dahlbock ist wieder komplett frei da auf der rechten Seite und diesmal trifft er. Der Anschlusstreffer 2:1 nach 38 Minuten. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause. Weiter geht es mit dem zweiten Durchgang. Hier ließ Hameln nichts mehr anbrennen. Die Defensive stand kompakt und vorne erspielten sie sich immer wieder ihre Großchancen. Sönke Würwoll, ja, das kann er besser. Hameln drückte weiter. Hameln wollte ins Finale. Die Kugel landet hinter der Linie, doch der Treffer zählt nicht. Der Linienrichter hatte zuvor Abseits angezeigt. Große Dominanz und zahlreiche Einschussmöglichkeiten der 07er in der zweiten Hälfte. Sie ließen einiges an Chancen liegen, wurden dafür jedoch nicht bestraft. Kurz vor Schluss dann die Entscheidung. Daniel Schütten mit einem recht ungefährlichen Freistoß, doch Alexander Stock erlaubt sich da einen Patzer und so endet dieses Match mit 3:1. Das Finale am Sonntag lautet Preußen gegen Afferde. Ja, es war ein schwieriger Anfang. Die haben halt mit hohen Bällen agiert, da haben wir die Schwierigkeiten gehabt, weil wir in der ersten Halbzeit auch mit der Dreierkette gespielt haben. Sind glücklich dann 2:0 in Führung gegangen, beziehungsweise haben dann auch die Chancen erspielt, ein paar Dinger nicht reingemacht und die wir reingemacht haben, waren dann auch meiner Meinung nach verdient. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann auf Viererkette umgestellt, da fand ich, standen wir deutlich. Standen wir deutlich kompakter, es war viel besser, finde ich. Und ja, ich finde, das Spiel hätte deutlich höher ausgehen müssen, aber im Endeffekt haben wir gewonnen, wir sind im Finale und Sonntag haben wir Afferde vor der Brust, da freuen wir uns schon ganz doll drauf. Stichwort Afferde Finale, wie bereitet man sich jetzt in den nächsten Tagen vor? Macht ihr da was oder wie sieht da die Vorbereitung aus? Ja, ich denke, wir trainieren Freitag nochmal, machen dann ein Abschlusstraining und ja, hoffe dann, dass wir dann Sonntag 100%, dass wir Sonntag 100% dann gegen Afferde geben können und ich gehe ganz stark davon aus, dass es ein sehr stabiles Spiel wird. Okay, dazu schon mal viel Erfolg. Ein Wort noch zum All-Star Game. Du bist ja als All-Star dabei am 30. Juni, genau hier auf diesem Platz. Hast jetzt schon so ein bisschen geübt quasi hier auf dem Platz. Ein paar Worte dazu, freust du dich schon? Auf jeden Fall. Also es ist gut, dass man vorher schon mal auf diesem Platz gespielt hat. Ist ein anderer Platz als ein Kunstrasen, als das Stadion. Kleinerer Platz. Bisschen ein paar Löcher und so, aber sonst glaube ich, dass es ein gutes Spiel wird. Ja, also ich glaube, wir haben ein tolles Halbfinale gespielt hier. Wenn man die Ausgangslage vorher gesehen hat, glaube ich, konnte man das nicht unbedingt erwarten. Wir haben alles reingeworfen, also ich glaube, mehr konnte man nicht verlangen.
Ja, wir hatten Chancen, wir waren beim 2-0 waren wir eigentlich weg, dann kommen wir nochmal ran. Ja, dann fehlte natürlich auch so ein Stück noch die Power hinten raus, dass wir es dann nochmal richtig offen machen konnten. Aber gut, mit dem 3-1 war es dann vorbei, aber wir sind zufrieden und wir gehen oben in Hauptes hier vom Platz. Das ist die Hauptsache. Jawohl, das könnt ihr auch mit Sicherheit, denn war ein gutes Spiel. Vielleicht ein paar Worte von dir zu der abgelaufenen Saison. Vor allem so die letzten Spiele, also ich habe mich gewundert, viele andere auch, dass ihr da echt auch einige geärgert habt. Wie erklärst du denn dir diesen Saisonverlauf? Ja, es war irgendwie immer ein Auf und Ab. Also die Hinrunde, klar, das war eine Katastrophe. Das ist aber auch ein Strudel, wenn du hinten drin stehst, dann ist es schwer. Dann kommen auch immer Aktionen und Situationen und Spiele, wo du ja selbst nicht so ganz erklären kannst, was da dann gerade abgeht. Aber wir hatten uns dann in der Winterpause zusammengerissen, haben gesagt, jedes Spiel ist ein Endspiel. Wir haben uns ein paar Spiele rausgepickt, wo wir gesagt haben, hier können wir was holen, hier können wir was machen. Und ist richtig hinten raus, ist uns das eigentlich auch oft gut gelungen. Wir wären ganz gerne noch vom letzten Tabellenplatz runtergegangen, auch wenn es am Ende egal war. Aber man will natürlich nicht Tabellenletzter werden. Das war unser Ziel. Haben wir knapp verpasst, aber nächste Saison geht's weiter. Hallo Leute, ich bin Christopher Buchtmann vom FC St. Pauli. Ich freue mich schon aufs Avesa Oldsign Game 2017. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Bis bald.